Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit dem lieben Trio. Wir werden schon gar nicht mehr speziell vorgestellt. Also wirklich, also mittlerweile ist es wirklich schon so weit, Leute, dass wir nicht mal mehr vorgestellt werden. Ja, es ist wirklich, also sonst immer Marci oder so und dann sage ich wieder, das bin ich. Weißt du, mein Lieblingssatz ist mittlerweile auch schon... Mit dem lieben Marci! Nein, dann ist es nicht mehr so gut, wie es mal war. Okay. Dann ist das schon wieder okay, raus. Okay, pass auf. Ich werde ab sofort, pass auf. Wir fangen jetzt doch mal neu an. Also. Nein, wir können jetzt nicht mehr davon neu anfangen. Das nein, die Folge musst du ja nicht neu anfangen. Aber wir tun so, als würden wir anfangen. Also. 1, 2, 3. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit dem lieben Let's Play Marci. Das bin ich. Hallo. Und der lieben Ebony. Ich fühle mich gerade irgendwie falsch. Ja, irgendwie komisch. Rommel, 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 rommel. Ja, dann schon. War das auch nicht recht? Ich kann auch noch was anderes machen. Nein, das reicht schon. Nein, das dachte ich mir schon. Oh Mann. So, jetzt bräuchte ich hier eigentlich dem guten Pilzinsel seine Fähigkeiten aus kleinstem Raum was Feines zu machen. Ja. Das brauchst du gerade. Eine Küche. Wow. Ja, wie? Autsch. Und das sind. Ich als ob ich so eine Fähigkeit besitze jetzt im Halbblock. Solche Fähigkeiten besitze ich nicht. Nicht? Nein. Hm. Aber ich kann mich dem gerne annehmen. Ja gut. Dann kannst du bei mir gleich weitermachen. Nein. Danke. Weißt du, bei mir sagt er direkt nein, weißt du? Weil er genau weiß, wenn er bei mir ist, hat er ein bisschen mehr zu tun. Aber ich mach gerade den Weg anders, ne? Du machst. Ja, den Weg, den du hier gebaut hast bei mir. Okay. Ja. Auch mal wieder. Ja, also. Hm. Er weiß eigentlich, was ich vorhab. Also eigentlich, aber ich glaube nicht mehr. Eigentlich. Sie sagten eigentlich. Ja. Und genau das war es dann auch. Ja, richtig, weil du dich da nicht mehr erinnern kannst. Genau, so ist es. Ja. Ja. Tragischerweise. Getöntes Glas oder normales Glas? Marcis. Ja, das Weiße, das sah nicht schlecht aus. Ja, das dann nehmen wir das Weiße. So. Wow. Ich glaube, ich habe gerade erfolgreich eine Glastür gemacht. Ich weiß nicht, was ich davon haben soll. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, das sieht gerade irgendwie putzig. Das sieht irgendwie heiß. Hä? Also Leute, was macht der Mann schon wieder? Also. Ja, naja. Ich kann nicht schon wieder dahin. Aber ich kann. Ich habe ein Bild gemacht. Du hast ein Bild gemacht. Ja. Das schicke ich dir dann später. Ich habe gerade eine Glastür gemacht. Von was ich halten soll. Ich finde sie nicht so geil. Ne? So, also ein bisschen Glas. Ich muss noch weiter Glas austeilen, weil das ist ja noch nicht genug Glas. Ne? Ich habe kurz jetzt noch gar den Platz zum Schlafen. Wer? Ah, er macht sich will schlafen. Soll ich schlafen? Nee, alles gut. Ich habe jetzt schon Platz. Ja, also ich bin halt jetzt draußen. Ich mache ja jetzt hier was. Moment, aus was bist du raus? Aus meiner Küche. Okay, weil ich habe gerade meine Küche, also deine, also das Wort deiner Küche verstanden. Und da hatte ich ein bisschen Schiss für einen Moment. Warum? Das klang so, das wäre dann, wenn schon, recht vorwurfsvoll geklungen. Als müsste ich jetzt eine Küche machen. Ja, die kannst du gerne für mich machen. Ja, das ist alles für ja auch. Das habe ich nicht selbst gemacht. Oh,
So schnell? Ich dachte, du brauchst da meine Fähigkeiten. Für mehr als das ist kein Platz. Oh. Ja. Also das ist echt eine süße kleine Küche. Okay. Ich weiß. Fensterle. So. So. Aber gemütlich so zu werden, ne? Das möchte ich schon gemütlich so zu werden. Er sagte was von gemütlich. Das ist mit Ruhe und Gemütlichkeit, ja. Richtig. Haben wir den Namen Zynon schon? Zynon? Zynon. Dö. Wow. Ich lasse den Namen jetzt erstmal kurz. Ich weiß nicht, ob das bleibt. Eine Textur für den Kollegen brauche ich ja eh noch. Oh. Ja. Okay, ja. Ja. Sind mir jetzt gerade die Glasscheiben ausgegangen? Ja, sind sie. Ist sowas? Nein. Dann machen wir noch ein paar. Kann ein wandernder NPC durch eine Zimmermannstür? Nein. Das heißt, ich kann ihn ohne Probleme hier auf Wandern. Ja, ich soll ihn nicht auf Wandern stellen. Den soll ich nicht auf Wandern stellen. Weiß ich nicht, jetzt überlasse ich dir. Den nicht. Es gibt noch einen zweiten, dann wahrscheinlich hier in diesem mickrigen Hütchen. Oh, na dann. Ich weiß nicht, ob weiß getönt ist. Das ist auch hellgraue Glasscheiben. Ich probiere mal kurz hell. Das sieht man tatsächlich auch kaum. Einfach besser aus. Ja. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, ich soll das hellgraue nehmen. Ja, das sieht besser. Das muss ich quasi nehmen und sie ersetzen. Ja, das finde ich ja kein Problem. Halt ein Spaß, ne? Und unnötig, ne? Oh. Ich brauche. So. Ja. Einen Cheeseburger. Also. Ein Cheeseburger, also ich könnte wieder gebrauchen. Pommes. Obwohl, ich hab noch ein bisschen was. Nee, Pommes oder Steak und Pommes. Erste, woran Marci denken kann, oh ja, ich brauch noch, vielleicht brauche ich da noch welche. Ja, vielleicht ja. Du hast genug, oder nicht? Ja, jetzt aktuell ja. Na also, dann passt's doch. Ja, aktuell, ja. Aber man sollte ja nie zu spät fragen. Da muss ich dir leider zustimmen. Leider? Was heißt leider schon wieder, weißt du? Das ist ja... Oh mein Gott. Ich bitte dich. Ich bin heute furios. Furios, genau. Hey, sei froh. Ich habe heute... Und ich bereue es ein bisschen. Ja, dafür hast du mir einen vorgegeben. Einmal, ey. So wenig habe ich auch noch nie gegeben. Ja. Daddy. Das kann ja noch kommen. Ja. So. Also wenn wir so weitermachen, mache ich's extra. Ja, jetzt haben wir den Beweis gehört. Wie kann ich denn jetzt nochmal? Ich wollte wieder. Ach, vergiss es.
die Karotten, Samen los? Ich glaube, Karotten kannst du einfach so anpflanzen. Achso, Rechtsklick. Ernten mit Rechtsklick. Anpflanzen einfach direkt die Karotten. Anpflanzen, da musst du keines. Also aus Karotten musst du keine Samen machen. Okay. Kartoffeln auch nicht, glaube ich. Ja, Kartoffeln auch nicht. Okay. Danke. Pam. Ich entschuldige mich jetzt bitte mal ganz kurz, aber ich muss jetzt ein, zwei Sachen mir so holen. Absolut kein Problem. Ach so, das. Also, ich habe ja von Helga und Glas gesprochen. Bin mir überlegen, da du ja dieses Glas jetzt machst, ne? Ja. Wo bist du eigentlich? Immer noch an derselben Stelle. Kannst du mir auch ein bisschen davon Glas machen? Naja, inwiefern? Also, ich bräuchte so. Ja, also viel brauche ich eigentlich. Was heißt. Ja, ich bin mir am Überlegen. Also, entweder ich mache da einen Zaun drum. Oder ich mache da so eine Glas drum, dass man es so außen sieht. Okay. Und dann habe ich so einen Eingang. Mit dem weißen Glas kann man das wirklich ganz gut eigentlich machen. Ich weiß, ich brauche so 20, 30. Ja. Vielleicht. Du kannst ja gerne kommen und mir das selber mal angucken, aber. Ja, hast du denn Zeit? Nachher? Zeit? Fragst du mich gerade danach, ob ich Zeit habe? Ja, stimmt, eigentlich hast du immer Zeit. Aber hast du denn. Falls du das. Ein paar. Falls du das fragst. Ja, immerhin etwas. Du wolltest ja eh die Weisen, ne? Ja, ja. Oder? Ja, ich wollte die Weißen. Ja, gib mir noch das. Ich will überlegen, ob ich da Bambus noch hinmache oder nicht. Ich kann ja den Bambus anbauen. Dann das ist schon hellgrau, ja. Das ist hellgrau. Wie mache ich das? So. Da ist dicht. Da ist auch dicht. Ja, dann begebe ich mich mal. Gesundheit! Oh mein Gott, was ist los? Fuck! Bitte. Gesundheit. Es ist natürlich die Frage, ob ich jetzt Bambus komplett hier mache. Ha? Oder nicht? Das klingt nach einer typischen, ich überlasse es Frage. Ja, das habe ich mir schon fast bei dir gedacht. Aber da du ja sowieso gar nicht auf dem Weg bist zu mir. Du lässt davon nicht mehr los, ne? Du hast doch gesagt, du wolltest mir die Glasscheiben geben. Ja, na wann? Ja. Chillner. Hier Stein. Relax mal. Also 20, 30 Stück. Na ja. Er will weiße Scheiben. Dann kriegt er weiße Scheiben. Ja, danke. Wenn das so ist, dann soll er das so sein, ne? Hätte ich gesagt. Wenn das so ist, wenn er das so möchte, kriegt er das. Und dann pflanze ich einen Baum. Da brauchen wir noch einen. So, ich weiß, auch so eine große kann ich nicht bauen. Ah, die Frage ist, was mache ich hier raus? Garantiert braucht man da Diamantmünzen. Wo ist der Kerl denn? Dort war jetzt nicht daheim, ne? Nein. Also ja, bin ich. Aber ich bin nicht drin, ich bin außerhalb. Ich bin da bei meinem alten Gebäude. Ah. Deswegen. War ich jetzt ist außen, ich bin ja unten mit dem Keller soweit fertig. Jetzt wollte ich das außen. Ich wollte gerade, aber ich kann nicht, weil offenbar kann ich auf dem Weg nicht mehr laufen. Hä? Wo bist du denn? Da ist kein Weg mehr. Doch. Nein. Ich hab den Weg nicht weggemacht. Doch.
Nein! Doch. Willst du mich komplett verarschen? Wo? Also, achso, ja, den habe ich weggenommen. Deine Scheiben. Ja, aber das war nicht mit Absicht. Nein, ich kann ihn ja wieder hinbauen. Warte kurz. Ja, das ist passiert, weil ich da unten da jetzt die Wand fertig gemacht habe. Dachte ich mir schon. Dachte schon, du wolltest mich komplett verarschen. Na. No. Eigentlich nicht. Okay, pass auf. Komm mal mit. So. Da du ja gerade hier bist. Ja. Ui, jetzt stehe ich keine. Siehst du, und hier wollte ich komplett was mitmachen. Und ich habe mir wieder gedacht, hier außen rum die Scheiben. Hä? Erste Version. Zweite Version wäre, ich mache hier außenrum die Scheiben und mache hier einen Durchgang. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber ich glaube, du musst das erstmal ausprobieren. Weißt du, also deine Vision ist ja, du stehst hier direkt neben mir und ich zeige dir gerade die Version der Vision. Oh. Ja, also entweder hier die Scheiben zum Schauen oder aber hier mache ich einen kleinen Durchgang zum Keller hin und hier außen mache ich Scheiben, damit man, wenn man hier durchgeht, nach oben geht, hier das sehen kann. Kannst du auch, aber ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Also ich glaube, das musste man machen und dann mal kann man es mal angucken. Pass auf. Ja, aber ich will ja die Fenster nicht verschwenden. Da hast du mehr. Also du hast noch mehr. Ja, das ist der Rest. Das sind alle Weisen, die Warte. Meinst du Bambus noch mehr hin? Aber die Bambus sind so groß, ne? Die sind sehr hoch von der... Gott. Ein bisschen vielleicht. Nimm eventuell den Bambus da drüben. Welchen? Den da. Ja, den grün. Den grün, ne? Ja, sind beides grün, aber ja, den grün. Ja. Den grün von den grünen. Den grün von den grünen. Den grüneren. Ja. Den grüneren von den grünen. Ja, siehst du, aber das geht eigentlich wohl hier, ne? Jetzt noch ein bisschen hier. Jetzt auch hier ein bisschen umbauen, weißt du, und dann passt das. Und danach gehe ich dir jede Aufnahme auf die Nerven, weil ich nichts zu tun habe. Okay. Nein, Spaß. Kannst du ja weiter. Es sei denn, du willst mir helfen. Ich glaube, du wirst die nie nichts zu tun haben. Es war ja auch ein Scherz. Oh mein Gott, schon. Soll ich mal deinen Weg hier korrigieren? Ich wollte schon sagen, du gehst schon wieder. Ja, muss ich ja auch gleich. Ja, warum? Weil es halt was Neues zu tun gibt. Ja, deswegen. Oh, jetzt muss ich den Weg neu machen. Aber kannst du das hier auch? So, das, aber das Problem ist das hier zum Beispiel. Warte mal kurz. Ah, wie machen wir das denn jetzt? Das hier. Oh. Habe ich jetzt eine Spitzhacke mit? Ich habe keine Spitzhacke mit oder was? Doch, habe ich. Ja. Aber. Ja, das Problem ist halt das hier. Also die Wand da. Ja, naja, das kriegen wir schon. Ja, das ist natürlich doof mit deiner Wand. Aber ja, deswegen ist es sehr doof. Deswegen sag ich's dir. Ja, richtig. Genau das ist es. Aber ich kann zumindest... Muss ich überlegen. Zack. So. Ja, das sieht ja scheiße aus, ne? Was? Nein, ich meine das so, dieses Schräge. Ja, wieso denn? Aber weißt du, was auch scheiße aussieht? Guck dir das an. Diese fucking Lücke dazwischen. Ja, die ist wirklich scheiße. Ja, deswegen. Versetzen. Natürlich. Oh mein Gott. Ja, wenn du schon hier bist, dann... Du bist ja wieder 2 Millionen Jahre dann wieder weg. Ja, also ich hab alles zu tun, Herr.
Du hast zu tun. Das habe ich ja vorhin gesehen bei deinem Hotel, Jungs. Du bist in abgehauen und kommst nie wieder. Ja. Ja, ich bin halt immer, das ist mein Problem, ich bin sehr in meinen Sachen drin. So. Ja, pass auf, aber das sieht doch mit der Schräge doch so komisch aus. Wieso denn? Das ist doch der, ja. das ist der Eigenschaft. Guck dir erst mal, normaler Mensch geht denn so schräg? Doch, das ist doch der Eigenschaft von dem Weg, dass vielleicht. Der Weg nicht 100% gerade ist. Nein, also das keiner geht doch, also hast du schon mal jemanden gesehen, der so schräg plötzlich über die Straße geht? Als wenn er gleich rechts abbiegen will? Ja. Obwohl er sie. Ja gut, okay, das war's wieder. Ja, ist okay, lassen wir so. Jemand da? Ja. Also pass auf, ich frag mal jemanden, die gibt mir wahrscheinlich nichts. Jasmin. Was ist? Also ich weiß ja nicht, der Mann sagt gerade, er geht immer schräg über die Straße. So, zack. Zack. Ich sage Ihnen aber, kein Mensch geht schräg über die Straße. Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine Gerade, auch wenn sie sehr schräg ist. Also jetzt war es komplett. Ich habe keine Lust mehr darauf. Jetzt war es. Was war's? Ich bin raus. Oh Gott. Nee, aber Marci, du machst große Fortschritte. Ich weiß es nicht. Wo machst du Fortschritte? Kaffee. Finde ich schon. Du magst es nicht wissen, ich aber schon. Ja, ja, ich. Wobei, ich mag es auch nicht wissen, aber ich kann es dir auch nur sagen. Ja. Soll ich vielleicht mal pennen gehen? Hm? Ja, das hatte ich gerade auch vor, aber. Dann tute dir beiden mal. Ja. Dann tute ich mal. Ich bin dabei, ich tute, ich schlafe. Ich bin dabei, ich tute. Vielen Dank, Marci, du bist ein Schatz. Ja. Der größte, wahrscheinlich. So. Und eben Jasmin. Ja, der größte Schatz, und ich dachte, was du meinst. Naja, der größte Schatz halt, ne? Ja, der größte Schatz der Welt. No, no, genau. Kennst du ja nicht? Nein. Ja, das One Piece. Oh mein Gott, Jasmin, 1000 zu 0. 1000 zu 0 für dich. Du hast gewonnen. Ja, bis ich auf sowas komme, dauert es schon mal. Also wirklich, das. Also, du hast mich gerade sehr glücklich gemacht. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Das war hundertprozentig gut gemacht. Boah. Warum hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht? Respekt. Leute, ich bastel hier gerade den. Ja, also. Schwimmbad-Kiosk. Ein Schwimmbad-Kiosk? Ja. Mhm. Wo man kostenlos Sachen kriegt? Genau. Nice. Entweder man kriegt es kostenlos oder man bekommt es gar nicht gerade, ich bin mir nicht sicher. Oh. Ja, man bekommt es gratis. Ich hätte hier ein paar Sachen. Wäre das in Ordnung, wenn ich die mal ganz kurz vorlese und ihr sagt mir, ob das so in Ordnung ist für ein Schwimmbad? Ja. Okay. Ich hätte hier Wasser. Sprudelwasser. Was? Was? Sprudelwasser. Ja. Okay, ich habe Sprudelwasser verstanden. Ich habe, ja. Dito. Also okay. Ich habe keine Ahnung, irgendwas anderes verstanden. Deswegen habe ich auch Ich habe ja. Cola. Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Orangenlimo. Ich habe einen Erdbeersmoothie und eine Pina Colada. Oh. Und dann Kaffee. Ich habe Pommes. Ich habe Spaghetti mit Fleischbällchen. Ein Steak mit Pommes. Cheeseburger mit Speck. Hühnchen-Sandwich mit Salat. Jelly Beans, Schokodonut, Toffee, Karamellapfel, Schoko-Erdbeere, Erdbeereis und Vanilleeis. Okay. Ja, aber grundsätzlich hört sich das nicht einmal so scheiße an. Ne? Das hört sich mega gut an. Und das alles umsonst. Genau, alles umsonst. Ja, dann weiß ich, wo ich immer hingehe. Warum glaube ich dir das gerade nicht?
Wieso? Sie hat gesagt umsonst. Irgendwie. Ja. Hm, vielleicht schon, vielleicht aber auch irgendwie ein bisschen weniger, halb, vielleicht nicht halb umsonst. Ich glaube, da muss man schon was zahlen für, oder? Ja, für dich vielleicht, aber nicht für mich. Nee, es ist normal. Doch, gerade im Schwimmbad. Du musst immer was zahlen. Nein. Doch, so läuft es in der Welt. VIP-Gäste müssen nicht zahlen. Ja, klar, natürlich. Aber so läuft es in der Welt. Ja, in der Welt, aber doch nicht hier. Na, gerade hier. Ach. Das hat ihm jetzt nicht so geschmeckt, oder, Jasmin? Nein, natürlich nicht. Ich mich schon. Es ist, glaube ich, erschwinglich. Hm. Was ist schwinglich? Erschwinglich. Ja. Mhm. Ja. So, das gibt auch 2. Also ich also jetzt habe ich gedacht, jetzt kriege ich was umsonst. Irgendwas in mir möchte gerade die Menge an Sprudelwasser erhöhen. Was? Wieso? Ja, wenn es umsonst ist, ist es auch nötig. Sprudelwasser. Ja, Sprudelwasser. Ich nicht, du trinkst was die ja, weil du noch Wasser trinkst. Nur Wasser. Ja, nicht wegen mir. Das macht sie nicht wegen mir. Schwöre ich dir. Achso, das schwöre ich. Ja? Gucken wir mal ganz kurz um die Kurve rum. Ich bin dabei. Ach, der Mann hat sogar einen Vorteil, weißt du. Das hier macht ein Smoothie. Das hier macht ein Wasser. Eine Holzmünze. Wie gesagt, es soll hier echt erschwinglich sein. Ich meine, hier kaufen wir auch Kinder ein. Richtig, erschwinglich, Kinder. Erschwinglich. Das sehe ich genauso. Und, und Wasser trinken ist ja wichtig, deswegen absolut. Wir einen ganzen 64er Wasserstick für eine Holzmünze. Siehst du? Machen wir noch 2 Sachen. Ich weiß nicht, ob ich die noch in der Folge schaffe, aber. So. So. Ja. 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 Denke ich auch. Bin ich genauso. Ah, was sind das schon wieder für Kacke? Simon, einer Meinung, ne? Ja, absolut. Ja, das ist doch schön. Ja, aber der Kaffee gibt genauso viel. So, ja, das bringt eigentlich nicht viel. Ah, ich hab's weggetan. Das heißt, ich müsste jetzt nur noch dann irgendwo hinflanschen. Der Weg ist ja genauso komisch. Das ist vielleicht der falsche. Das ist die Frage. Nee. Doch. Das ist natürlich. Ein Scheißtrick. Das funktioniert wenigstens. Das heißt, ich kann die Futuren-Kupferblöcke draus machen. Aber nicht alle, also ein paar, ja. Aber ich will auch mal gucken, was die anderen so drauf haben. Das heißt, ich nehme einen solchen raus, ich nehme einen solchen raus, einen solchen und dann solchen. Und dann testen wir einfach mal, welche funktionieren. Wenn man keinen Preis angibt, ist es halt echt kostenlos. Ja, das stimmt.
ohne Preis ist es kostenlos. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Das dachte ich mir schon. Ja. Okay, extra für Marcy mache ich bei einem hier den Preis raus. Aber dann nimmt er auch ein bisschen weniger, genau. Warte. Ey, kostenlos ist kostenlos. Also komm. Ein bisschen eins. Weniger ist absolut. Nee. Nicht eins. Nein, das ist abgelehnt. Nicht eins. Da kann man sich dann unendlich nehmen. Genau. Ist fair. Ja, was du unter fair verstehst, das weiß ich jetzt nicht. Ja, man kann sich die ganze Zeit nehmen, ohne. Also man muss halt nur einfach mehrfach klickeln. Genau. Aber wenn du mehrfach klickelst, dann kriegst du es immerhin. Ach, scheiße. Endlich. So sieht's aus. Heute. Ich bekomme hier gerade einen Timer. Was? Die halbe Stunde ist vorbei. Nee. Alter. Jetzt guckt's. Ich hätt's gar nicht gemerkt. Jetzt guckt sie auch noch auf unsere Timer. Ja. Marci, was ist das? Ich weiß es nicht, ich hab's gar nicht gemerkt. Wie kann man den Ball? Na komm. Na, lass uns die Folge beenden und warte. Ja, no, ich warte. Ganz geduldig. Ich bin gerade dabei, das Fenster. Aber ich glaube, ich hab einen verkackten Scheißfehler gemacht. Süßer, ich würde dich gerne darum bitten, dass du bei Zeit nochmal meine Preise durchschaust. Ich hab den Fenster kaputt. Werde ich bei der nächsten Folge tun. Bei der nächsten Folge direkt? Ich bräuchte halt noch irgendwann mal einen Skin für den... Ich hab's gerade gesehen. Beziehungsweise die nette Dame. Nee, aber komm mal. Okay, ich muss, glaube ich, eins tiefer machen. Ich hab da jetzt auch noch keinen... Also, ich hab halt jetzt auch echt keinen Dialog gerade gemacht, sondern einfach nur Händler. Okay. Ja, okay, können wir machen. Ich muss umbauen. Ich meine, zur Not kann ja noch machen. Wenn ich möchte, weiß noch nicht. Ja, wegen meiner können wir. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge. Schaltet ein, drückt die Daumen nach oben, drückt die Daumen, dass überhaupt Folgen kommen und abonnieren. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao.